ich drei Wünsche frei hätte, würde ich mir natürlich wünschen, Friede, Gesundheit und kein Hunger mehr in der Welt. Aber ich glaube, die Frage ist ein bisschen anders gemeint und hat auch noch ein bisschen mit der Corona-Krise zu tun. Was würde ich mir jetzt wünschen, wenn die Krise zu Ende geht? Ich wünsche mir natürlich, dass sie zu Ende geht und dass es zu möglichst wenig Todesfällen kommt, dass die Gesundheitszentren das gut überbrücken, dass die Kliniken nicht überlastet sind, dass die Ärzte gut klarkommen. Das ist klar, das sind unsere ersten Wünsche. Und danach, dass die Wirtschaft einigermaßen das Ganze abfangen kann, weil wenn die Wirtschaft hier schwächelt, dann trifft uns das hier im Nordosten am ersten. Und das ist natürlich eine schwierige Situation. Es geht uns sowieso schon nicht gut. Und wenn dann so eine Sache kommt, trifft es uns. Und es trifft dann auch die anderen Länder in der Welt, denen es noch schlechter geht als Brasilien. Aber ich glaube, was ich mir für uns wünschen würde, ist, dass ein Umdenken stattfindet. Ein anderes Wahrnehmen der Welt, ein sich finden in der Abhängigkeit. Wir sind nicht die Macher, wir sind immer auch die, denen die Erde geschenkt ist. Wir sind immer auch die, die mit der verantwortlich für die Erde sind, verantwortlich für die Natur, verantwortlich für unsere Mitmenschen, verantwortlich dafür, dass es allen gut geht. Dieser Blick für alles, dieser Blick von Verantwortung für alle. Ich glaube, das würde ich mir wünschen. Und damit zusammen auch nochmal einen Blick darauf, klar, ich als Christin, einfach nochmal auf die Abhängigkeit von Gott, von einer höheren Gewalt. Wir sind auf dieser Welt nicht alleine und es gibt jemanden, der größer ist als wir. Ich denke, in Krisenzeiten wird man auch immer wieder auf die Frage nach Gott zurückgewiesen. Und vielleicht ist diese Krise einfach auch nochmal ein Anreiz für einige Menschen, sich noch auf den Weg zu machen. Und das, was sonst immer das Normale war, das Übliche war, neu zu hinterfragen und für sich auch nochmal neu einen wirklichen Sinn im Leben zu suchen. Das würde ich mir wünschen.